So, da haben wir ja schon einige Bücher abgearbeitet. Dann gehe ich gleich mal auf den größten Stapel. Und zwar der mit den ganzen Taschenbüchern, die ich hier so habe. Als erstes hätten wir dort liegen Das Hotel New Hampshire von John Irving. Das Buch habe ich mir gekauft, weil meine beste Freundin unheimlicher John Irving-Fan ist und meinte, oh, das musst du unbedingt lesen. Und im Prinzip mag ich ja solche Geschichten auch sehr gerne. Also ich lese wirklich eigentlich gerne Belletristik. Alles, was so ein bisschen skurriler ist und trotzdem eine schöne Familiengeschichte vielleicht beinhaltet. Aber ich habe da unheimlich selten Lust drauf. Deswegen liegt auch das bei mir schon ewig rum. Ich glaube, mich schreckt auch ein bisschen ab, dass es kleingedruckt ist und fast 600 Seiten hat. Und dann denke ich immer, ja, und wenn es dann doch nicht so spannend ist, dann quälst du dich da ewig durch, bevor du mal wieder an ein anderes Buch kommst. Und ja, ich muss es unbedingt noch lesen. Weiter geht es mit Zwei an einem Tag. Habe ich auch auf einem Trödelmarkt gefunden und mir deshalb mal mitgenommen. Vor allem, weil ich glaube, das war zu der Zeit recht aktuell, das Buch. Da kam auch gerade der Film raus um den Dreh. Und alle haben da so von geschwärmt und ich habe das an jeder Ecke gehört. Und dann war ich doch neugierig, obwohl ich sagen muss, dass ich ja Liebesgeschichten eigentlich im klassischen Sinne, halt, dass es nur um eine Liebesgeschichte geht, nicht mag. Ich weiß nicht warum, aber man kann mich mit sowas jagen. Nur hatte ich jetzt eben so häufig von dem Buch gehört und auch von dem Film und alle fanden es toll, dass ich es mir doch mal mitgenommen habe. Das ist aber auch der Grund, warum es so ewig auf meinem Sub liegt, weil, weiß ich nicht, ob ich jemals überhaupt Lust darauf haben werde, dieses Buch zu lesen. Dann Cormac McCarthy, Die Straße. Von ihm habe ich als erstes damals im Kino den Film gesehen, Kein Land für alte Männer. Daraufhin habe ich das Buch gelesen und ich war begeistert von dem Buch und auch vom Film natürlich. Sonst hätte ich, glaube ich, nicht zum Buch gegriffen. Aber auf jeden Fall fand ich, hatte einen ganz außergewöhnlichen Schreibstil, sehr trocken, sehr düster. Es wirkt irgendwie sehr hoffnungslos, wenn man liest, was er schreibt. Die ganze Welt kommt einem so grau in grau vor und alles ist irgendwie trübsinnig. Aber es hatte auch ein bisschen Wildwest-Atmosphäre. Und diese ganze Atmosphäre, die er schafft in seinen Büchern, die hat mir so gut gefallen, dass ich unbedingt auch alles andere von ihm lesen wollte. Und ja, dann habe ich mitbekommen, er hat eine Dystopie geschrieben. Also war ganz klar, ich mag sein eines Buch, ich mag Dystopien, dann muss ich das hier haben. Hier klebt noch drauf, 4,50 Euro, das stimmt gar nicht. Ich habe es auf dem Trödelmarkt für 1 Euro bekommen, da konnte ich echt nicht meckern. Ich freue mich schon sehr auf das Buch. Vor allem, es ist ja auch sehr dünn. Das könnte man eigentlich mal zwischendurch weglesen. Denkt man zumindest. Weil, wie ich Cormac McCarthy einschätze, kann man auch das hier nicht eben mal weglesen, sondern braucht da viel Muße für. Und deswegen liegt es hier noch rum. Richard Powers mit Der Klang der Zeit. Das wäre wieder eins dieser typischen Belletristikbücher, die mich vom Inhalt her total ansprechen. Obwohl ich jetzt gerade im Moment überhaupt keine Ahnung mehr habe, worum es geht. Gut, es geht, es ist eine Geschichte über eine Familie mit, wie steht das hier, zwei Hautfarben. Und ich weiß nicht, da steht schon hinten drauf, dass die Geschichte voll Anmut und Schönheit erzählt ist. Ich weiß nicht warum, aber sowas spricht mich immer an. So ein bisschen zum Träumen, so ein bisschen zum einfach gemütlich weglesen. Aber das Buch habe ich noch nicht gelesen, weil es eben sehr dick ist. Sowas schreckt mich ab. Und es ist auch klein gedruckt, muss man jetzt mal ehrlich sagen. Und hat über 750 Seiten, wenn ich das richtig sehe. Von daher habe ich auch das noch nicht in Angriff genommen. Dann von Kai Meier, der zweite Band der Djinnland-Reihe. Und zwar heißt das, also der Sturmkönige-Reihe. Das erste hieß ja Djinnland, glaube ich, und das hier ist jetzt Wunschkrieg. Den ersten Band fand ich richtig gut. Ich hatte überhaupt nicht ein Buch in die Richtung erwartet, die es dann letztendlich war. Weil ich finde, dass die Geschichte ist eine Mischung aus, ja, sehr
gute Fantasy für Erwachsene vor allem. Und es hatte trotzdem irgendwie dieses Feeling von Tausend und einer Nacht mit fliegenden Teppichen und ja, staubigen Gassen. Das hat mir unheimlich gut gefallen. Deshalb war der zweite Band ganz lange auf meiner Wunschliste. Ich habe ihn dann auf einem Trödelmarkt entdeckt und mitgenommen und bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen. Dann ein Buch, was glaube ich auch noch nicht so alt ist. Ich habe es letztens gewonnen, direkt beim Verlag. Schloss der Engel. Hier habe ich eigentlich überhaupt keine Ahnung, worum es geht. Ich nehme an, vom Cover ist es eine Liebesgeschichte und das hat mit Engeln zu tun. Mittlerweile habe ich leider schon einige Leute gehört, die gesagt haben, dass das wirklich schlecht wäre, das Buch. Deswegen habe ich mich auch hier noch nicht dran gewagt, obwohl es mich ja schon interessieren würde. So ist es nicht. Habt ihr es vielleicht gelesen? Dann sagt mir doch mal eben, ob ich das schnell lesen sollte oder ob es ruhig noch ein bisschen warten kann. Dann haben wir hier Tess Gerritsen Bücher. Diese Thriller, das ist ja auch eine Reihe. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, ich habe gerade den ersten Band, Die Chirurgin, gelesen. Das hier sind, ich frag mich nicht, ich glaube Band 5 und 7 oder 6 und 7 oder sowas. Und die habe ich beide geschenkt bekommen. Ich glaube, wer mir die geschenkt hat, wusste nicht, dass das eine Reihe ist. Deswegen habe ich damals auch Blutmale sofort gelesen. Mir war es auch nicht klar, dass das eine Reihe ist und ich fand es unheimlich blöd. Also ich habe überhaupt nicht so richtig die Zusammenhänge verstanden. Ich finde, es wurde überhaupt nicht auf die Figuren richtig eingegangen. Und deswegen hat mir das alles nichts gesagt und ich konnte nichts damit anfangen. Im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass es eine Reihe ist und schon hat es ja Sinn ergeben, dass nicht mehr haarklein alles über die Figuren erzählt wurde. Und deshalb habe ich mir dann den ersten Band irgendwann mal gekauft und jetzt gerade erst gelesen. Und ich muss sagen, ich fand es wirklich gut. Sehr spannend geschrieben, vor allem auch ein bisschen blutiger, als ich erwartet hatte. Und ich war sehr, sehr positiv überrascht von Tess Gerritsens Schreibstil. Also ich habe häufig das Gefühl, dass viele Thriller-Autoren unheimlich spannend und unheimlich gut schreiben können, wenn es in die Richtung geht, Leuten Angst zu machen. Aber vom Schreibstil selber her können die sich meistens irgendwie nicht ganz so gut ausdrücken. Ohne jetzt Namen nennen zu wollen, Cody McFadden. Diese Bücher lese ich dann auch sehr gerne, so ist es nicht, aber ich freue mich immer doppelt und dreifach, wenn ich dann einen Autor finde oder eine Autorin in diesem Fall, die sich auch noch sehr gut ausdrücken kann und wo man denkt, oh, dieser Satz ist wunderschön geschrieben. Das macht das Ganze irgendwie nochmal spannender. Deswegen werde ich auf jeden Fall mir jetzt demnächst den zweiten Band holen und an der Reihe dranbleiben, damit ich irgendwann auch bei diesen Büchern nochmal wieder ankomme. Wieder ein Band 2 und 3. Und zwar von Philip Pullman. Wie spricht man ihn eigentlich aus? Ich weiß ja, er ist Engländer. Und eigentlich so auf Englisch müsste es ja Pullman heißen. Aber das klingt komisch, oder? Naja. Den ersten Band, Der Goldene Kompass, habe ich gelesen, nachdem ich irgendwann mal den Film gesehen hatte. Der Film hat mich nicht besonders begeistert. Aber dann kam das Buch. Und das war noch viel schlechter. Also ich weiß nicht, ich habe wirklich selten ein Buch gelesen, wo ich mich permanent so aufgeregt habe über die Protagonistin. Aber ich finde, wie heißt sie? Myria Bellacqua oder so? Das ist wirklich schon ein bisschen her. Also Entschuldigung, falls ich den Namen nicht mehr genau weiß. Die ging mir total auf die Nerven. Ich meine, das ist so ein kleines Mädchen, die ist 12, meine ich. Und ätzend. So ein Kind gehört auf die stille Treppe. Da sollte man echt mal die Supernanny hinschicken. Deswegen habe ich auch die anderen Bände noch nicht gelesen. Ich will es aber unbedingt irgendwann mal machen, weil ich weiß nicht, ich finde, die Reihe ist ja schon etwas, eine Art Klassiker des Fantasy-Genres. Das sollte man vielleicht mal gelesen haben. Es würde mich auf jeden Fall interessieren. Dann einen weiteren Klassiker, Virginia Woolf. Das habe ich ebenfalls mal auf einem Trödelmarkt gefunden und ich habe noch nichts von ihr gelesen, aber ihr Name sprang mir so ins Auge und ich dachte, oh, kennst du, schon gehört, nimmst du mal mit. Ich habe mit diesem Buch irgendwann mal angefangen und ich glaube nach nicht mal 5 Seiten wieder abgebrochen, weil ich dann dachte, ach nee, das ist mir jetzt gerade zu anstrengend.
Und das, obwohl das so ein dünnes Büchlein ist. Jetzt kommen meine ganz merkwürdigen Käufe. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das auch. Man geht auf den Trödelmarkt und denkt so, ich muss jetzt irgendwas kaufen und ach, da ist gerade ein Buch, vielleicht habe ich den Titel schon mal gehört oder vielleicht habe ich das schon mal im Buchladen zufällig irgendwo liegen sehen. Und dann nimmt man sich das mit und eigentlich weiß man selber gar nicht, warum man dieses Buch jetzt gekauft hat. Ich habe da wirklich viele von und die nächsten sind alle solche Exemplare. Da hätten wir als erstes Die Welt ohne uns. Das ist eine Mischung aus ja, Roman und ich würde sagen populärwissenschaftlichem Buch. Da geht es einfach darum, was passieren würde, wenn die Menschen von heute auf morgen von der Erde verschwinden würden und wie dann die Natur so langsam die Erde wieder zurückerobert. Also es wird beschrieben, welche Pflanzen wann wo wachsen würden, wie schnell, wie lange es dauern würde, bis die Häuser und Ruinen der übrig gebliebenen Gebäude von Menschen überwuchert wären. Sowas. Und da denke ich mir auch, ich meine, ich bin Biologin, ich finde das auch eigentlich sehr interessant. Aber wann setzt man sich bitte mal hin und liest so ein Buch? Also ich habe keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe, als ich das mitgenommen habe. Es liegt auch jetzt schon sehr, sehr, sehr lange auf meinem Sub, muss ich zugeben. Ähnlich sieht es aus mit Und Nietzsche weinte. Ich habe mal irgendwo weit entfernt gehört, dass das Buch gut sein soll, habe es auf dem Trödel gesehen und dachte, steckst du dir mal ein, obwohl ich keine Ahnung habe, worum es geht, muss ja irgendwas mit Nietzsche sein. Ich schaue mal kurz auf den Rückentext. Okay, es geht irgendwie um eine Russin namens Lou Salomé, die den suizidgefährdeten Friedrich Nietzsche irgendwie retten will. Ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich auf historischen Tatsachen beruht, weiß ich nicht. Im Prinzip klingt es gar nicht so uninteressant, vor allem weil ich ja auch mich so ein bisschen für Psychologie interessiere und auch für Philosophie. Ich habe, wie gesagt, früher ein paar Bücher von Nietzsche gelesen. Wahrscheinlich habe ich es mir deswegen mitgenommen. Aber auch das klingt für mich so, als wäre es ein anstrengendes Buch und ich weiß nicht, 99% der Zeit habe ich eher Lust, wenn ich ein Buch lese, mich unterhalten zu lassen und ein bisschen abschalten zu können und möchte nicht unbedingt auch noch etwas lernen. Dann haben wir hier eine weitere Empfehlung meiner besten Freundin, Die Glut, von einem Mann, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Ja, das ist zum Glück sehr dünn, da werde ich also demnächst mal reinschauen können. Obwohl mich das im Moment auch nicht besonders reizt, muss ich sagen. Denn hier weiß ich ebenfalls nicht, worum es geht. Ja, habe ich ja auch schon vorgestellt, glaube ich, bei meinem letzten Buchtrödel-Video. Ein weiteres Buch von Cormac McCarthy, und zwar All die schönen Pferde. Das ist der Auftakt zu einer Trilogie, der sogenannten Borderland-Trilogie. Und auch hier haben wir wieder so ein bisschen Wildwest-Atmosphäre, obwohl es, glaube ich, um mexikanische Jungen geht, die in die USA fliehen, ziehen, sich einschmuggeln, wie auch immer. Und ich habe dieses Buch angefangen zu lesen. Ich fand es aber, wie erwähnt, Cormac-McCarthy-Bücher sind nicht unbedingt leichte Kost. Zu dem Zeitpunkt auch zu anstrengend und habe es wieder weggestellt. Seitdem sträube ich mich ein bisschen davor, dieses Buch nochmal in die Hand zu nehmen. Ich hoffe, ich werde es in diesem Leben nochmal schaffen. Wieder so ein populärwissenschaftliches Buch mit, ja, gemischt als Roman. Ich glaube, das wird sogar gerade verfilmt, kann das sein? Es hat sehr viele positive Bewertungen bekommen. Deshalb interessiert es mich schon allein und vielleicht habe ich ja irgendwann mal Lust drauf. Das letzte wäre Middlesex. Ich habe The Virgin Suicides von ihm gelesen, fand das sehr gut. Auch die Verfilmung von Sofia Coppola übrigens, absolut empfehlenswert. Hat mich sehr berührt, der Film und das Buch, und ich finde, das bringt auch sehr zum Nachdenken.
Deshalb musste auch Middlesex unbedingt auf meine Wunschliste. Als ich das dann bei Medimops für sehr wenig Geld gesehen habe, ich glaube ein Euro war das oder so, habe ich mir das sofort bestellt und bis jetzt noch nicht gelesen. Wieso sage ich das eigentlich immer? Ich meine, das ist mein Sub, es ist klar, dass ich die Bücher noch nicht gelesen habe. Aber gut, falls ihr also mal Lust habt, etwas von Jeffrey, wie spricht man ihn aus? Eugenides zu lesen, dann kann ich als erstes The Virgin Suicides empfehlen. Beziehungsweise, ich glaube auf Deutsch heißt es Die Selbstmordschwestern, kann das sein? Das Buch ist unheimlich interessant. So, letzter Stapel. Mein Tee ist kalt, mein Mund ist fusselig geredet. Aber das sollte jetzt relativ schnell gehen, weil das sind Bücher, die ich sowieso schon aussortiert habe. Die habe ich noch nicht gelesen, aber die werde ich wohl auch nie lesen. Die interessieren mich nämlich irgendwie nicht mehr. Und deshalb, Hilfe, hole ich den Stapel mal ein bisschen rüber. Ich hoffe, dass ich nicht erschlagen werde. Das erste Buch ist von Jutta Profitsch, Schmutzengel. Ich durfte damals an der Bloggeraktion teilnehmen und Blogging Queen von ihr vorab lesen. Das heißt, nicht bloß ein Rezensionsexemplar, sondern es war noch die Druckfahne. Und die Blogger, die dort ausgewählt wurden, die durften Anmerkungen an die Druckfahne schreiben und das wieder einsenden. Und es wurde dann teilweise auch berücksichtigt, was man als Anmerkung dort hinzugeschrieben hat. Das war eine unheimlich spannende Aktion und ich habe das Buch sehr gerne gelesen, obwohl es nicht aus meinem Genre ist. Denn das ist eher ein bisschen Richtung Chicklit, wenn ihr mich fragt. Und deshalb wollte ich auch von Jutta Profitsch nochmal ein anderes Buch lesen und habe dann Schmutzengel gefunden. Aber irgendwie bin ich mittlerweile, glaube ich, über die Phase hinweg und es interessiert mich einfach gar nicht mehr. Ähnliches gilt für Kalix. Also nicht ähnlich in dem Sinne, dass ich hier irgendwas vorab gelesen habe. Nein, sondern es interessiert mich nicht mehr. Das ist, glaube ich, eine Werwolf-Geschichte. Und ich habe blöderweise, kurz nachdem ich das Buch gekauft habe, sehr viele negative Rezensionen dazu gelesen. Und dann ist mir irgendwie die Lust daran vergangen. Vor allem, weil das Buch auch sehr dick ist. Und dann dachte ich, warum damit rumquälen durch so ein dickes Buch, wenn es wahrscheinlich sowieso nicht gut ist. Und mir ist das, glaube ich, auch ein bisschen zu sehr Urban Fantasy. Ich weiß gar nicht warum, wie ich das beschreiben soll, aber ich habe einfach überhaupt keine Lust mehr auf dieses Buch. Blutsbande ist eine sehr witzige Vampirgeschichte, wie ich das mitbekommen habe. Es geht irgendwie um so eine Vampir-Selbsthilfegruppe. Und es soll sehr absurd sein. Eigentlich mag ich ja absurde Bücher, aber ich glaube mittlerweile, wenn ich Fantasy lese, dann will ich auch eher wirklich Fantasy, die sich selbst ernst nimmt. Und kann nicht so viel mit, naja, solchen Parodien anfangen. Die Schwarze Königin, noch ein Vampirroman. Auch hier habe ich blöderweise nach dem Kauf direkt sehr viele negative Rezensionen gelesen und hatte deswegen keine Lust mehr auf das Buch. Ich weiß nicht, es spricht mich heute auch gar nicht mehr an. Vielleicht hat ja einer von euch das schon gelesen und kann mir sagen, wie ihr es fandet. Ob ich es vielleicht doch nochmal wieder auf meinen anderen Stapel legen sollte. Ich überlege nämlich die ganze Zeit schon hin und her. Im Prinzip habe ich auch ein bisschen die Schnauze voll von Vampiren. Das war in letzter Zeit zu viel. Dieses Buch, dazu gibt es eine ganz witzige Geschichte, das habe ich gewonnen bei einem Gewinnspiel. Und zwar war das ein Gewinnspiel, da gab es verschiedene Bücher zu gewinnen und ich wollte unbedingt eins dieser Bücher haben, habe es aber nicht bekommen, sondern stattdessen das hier. Und ich meine, es ist ein Erotikroman, richtig, mit Fantasy-Elementen, also es geht um einen Vampir. Aber man kann ja schon am Cover sehen, ich glaube, die Erotik steht hier im Vordergrund. Und das ist irgendwie so gar nicht meins. Ich finde auch das, weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber das Cover sieht so nach Schundroman aus. Ich hoffe, ich habe damit jetzt niemanden beleidigt, der diese Bücher gerne liest. Auf jeden Fall spricht es mich nicht an. Dann der letzte Traumwanderer.
von Christoph Lode. Im Prinzip haben diese Bücher sehr gute Bewertungen bekommen, aber vom Inhalt her interessiert es mich einfach nicht. Das ist High Fantasy. Und das habe ich auch gewonnen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das bei Weltbild, wenn man seine Rezensionen da reinstellt, dann wird einmal im Monat seine Top 10 aufgestellt mit den besten, hilfreichsten, wie auch immer, Rezensionen. Und aus diesen Top 10, die Leute bekommen dann ein Buchpaket. Das war eins der Bücher in diesem Paket, was ich bekommen habe. Und ich glaube, es waren 6 Bücher in dem Paket, wenn ich mich nicht irre. Und ich mochte keins davon wirklich. Also ich habe hier gleich auch noch ein paar andere, die in diesem Paket drin waren. Die haben mich alle nicht so sonderlich interessiert. Aber einem geschenkten Gaul schaut man ja bekanntlich nicht ins Maul. Deswegen fliegt es seitdem hier rum. Und ich weiß nicht, vielleicht möchte ich das alles mal vertauschen oder verkaufen oder verschenken. Wir werden sehen, was ich mit diesen Büchern mache. Britannica und ich ist wieder so ein Buch, was ich in die Populärwissenschaft gepaart mit Humor einordnen würde. Da geht es um einen Mann, der dieses Britannica-Lexikon gelesen hat und dazu irgendwie jetzt was schreibt. Das habe ich mir tatsächlich selber gekauft auf einem Trödelmarkt und ich habe keine Ahnung warum, weil ich eigentlich schon, als ich es noch in der Hand hatte, auf diesem Trödelmarkt dachte, das wirst du niemals lesen. Es hat sich auch bewahrheitet. Ich glaube, dieses Buch muss ich auch unbedingt mal irgendwie verschenken oder so. Dann haben wir hier zwei Weihnachtsbücher mit Kurzthrillern, Krimis, wie auch immer. Habe ich tatsächlich ganz motiviert beide angefangen zu lesen. Jeden Tag im Advent eine Geschichte. Irgendwann hatte ich dann aber keinen Nerv mehr darauf. Beziehungsweise habe ich es teilweise auch zeitlich einfach nicht geschafft, jeden Tag wirklich eine dieser Geschichten zu lesen. Und mich hat einfach total geärgert, dass man für so ein dünnes Buch dann 24 Tage braucht. In der Zeit hätte ich ganz viele andere Bücher, normale Bücher lesen können. Deshalb habe ich die dann abgebrochen. Und ich glaube, letztes Jahr hätte ich noch mal reingucken können, weil die schon 2 und 3 Jahre alt sind, die Bücher. Aber dann hatte ich auch keine Lust mehr darauf. Schlecht waren die Geschichten auf jeden Fall nicht. Wer sowas mag, der hat da bestimmt Freude dran. Für mich ist das nichts. Dann Kismet Night. Dieses Buch habe ich mir gekauft, als ich meine Pan-Verlag-Phase hatte. Ich finde es übrigens sehr schade, dass es den Verlag nicht mehr gibt, weil die meisten Bücher mochte ich wirklich sehr gern aus dem Verlag. Und ich habe dann irgendwann mal beschlossen, ich muss alles lesen, was jemals dort rausgekommen ist. Und daher hat auch dieses Buch seinen Weg zu mir gefunden. Obwohl mir auch hier schon im Vorfeld klar war, dass mich das eigentlich nicht interessiert. Weil da geht es ja um eine Frau, die ist Psychologin und ich glaube, irgendwann trampelt ein Vampir in ihre Praxis und sie verliebt sich natürlich in ihn. Wie kann es anders sein? Und irgendwie sowas. Sprach mich auch nicht an, spricht mich immer noch nicht an. Werde ich wohl mal vertauschen, das Buch. Das hier ist auch etwas, was ich mir einfach mal mitgenommen habe. Da habe ich, glaube ich, mal bei Avell bestellt. Das erste und letzte Mal in meinem Leben. Nicht, weil mir das nicht gefallen hat, bei Avell zu bestellen, sondern einfach, weil ich seitdem überhaupt keine Bücher mehr gefunden habe, die mich da interessieren würden. Und auch dieses Buch habe ich nur noch mitgenommen, weil ich, glaube ich, auf einen bestimmten Betrag kommen musste. Und das kostete 99 Cent und passte gerade so rein. Hier sprach mich, genau wie bei Und Nietzsche weinte, einfach der berühmte Name, nämlich Voltaire an. Interessiert mich aber nicht, um ehrlich zu sein. So, diese 3 Bücher waren alle auch noch in dem Weltbildpaket. Ich glaube, hier dieses Vampirliebe ist der 6. oder 7. Band einer Reihe. Ich habe mir dann auch tatsächlich ganz motiviert irgendwann mal den ersten Band gekauft, weil ich dachte, ja gut, du hast jetzt dieses Buch hier und wenn du einfach mal von vorne anfängst, dann kommst du ja irgendwann dahin. Das erste Buch hat mir aber so wenig gefallen, dass ich mir natürlich die anderen Bücher auch nicht mehr gekauft habe und deshalb kann ich mit dem hier nicht sonderlich viel anfangen. Das hier von Holbein, und zwar Wolfgang und Heike, ist zum Glück der erste Band einer Reihe.
Aber da ich bis jetzt erst ein Holbein-Buch gelesen habe und das hat mir überhaupt nicht gefallen, mache ich seitdem um den Autor eigentlich einen riesengroßen Bogen und bin nicht besonders ambitioniert, nochmal jemals ihm eine Chance zu geben. Das letzte Buch wäre dann Chicklit vom Feinsten, Do You Yoga. Ich habe keine Ahnung, was mir dieser Titel sagen soll. Mich verstört ja schon ein bisschen dieses pink glitzernde Cover. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht, aber es glitzert. Und diese Damen, die dort im Bett liegen, ich weiß nicht, dieses ganze Cover assoziiert irgendwie, führt bei mir zu der, dieses ganze Cover führt bei mir irgendwie zu der Assoziation, dass es hier um Hausfrauen geht, die sich langweilen und beim Yoga treffen und Klatsch und Tratsch über ihre Liebhaber austauschen. Kann ich mich überhaupt nicht mit identifizieren und deshalb nicht meins. Mein Gott, wir sind tatsächlich durch. Ich glaube, das Video ist ewig lang. Falls ihr bis jetzt durchgehalten habt, Wahnsinn und vielen Dank. Ansonsten hoffe ich, ihr seid nicht vor Langeweile gestorben. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Sonntag wieder bei mir im Video. Macht's gut!